Moinsen Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Channel. Wir machen heute einen kleinen Guide und zwar habe ich diese Waffe hier gefunden. Und das ist meiner Meinung nach die beste Waffe, die man bisher haben konnte. Kurz vorweg, ich habe den Beweglichkeits-Startbild genommen und habe sonst eigentlich immer mit dieser Waffe hier gespielt, also mit der... die ist jetzt hier nicht drin, mit dem Rap hier. Und ich bevorzuge eigentlich immer schnelle Waffen. Aber jetzt habe ich hier die Klinge einer Boosterklebe und den Griff einer Boosterklebe gefunden. Wo man die bekommt, zeige ich euch gleich. Aber ich möchte nur mal kurz drauf eingehen, warum ich finde, dass das die beste Waffe momentan ist. Ich zeige euch die mal kurz im Einsatz. Ich bin jetzt einfach mal hier in der Fabrik gespawnt. Ihr müsst auch schon hier in der Fabrik sein. Und zwar ist es aus diesem Grund hier. Also ihr seht... Ja, ich brauche nur ein bisschen Ausdauer und kann sofort so einen Angriff hier starten. Jetzt kriege ich ein bisschen aufs Maul. So, jetzt kämpfen wir einfach mal gegen so einen Boy hier. Zack, ist mein Leben wieder voll. Also selbst wenn der mir Schaden macht, ist mein Leben sofort wieder voll. Und ich kann einfach so einen harten Angriff auf ihn machen. Und der kann nichts dagegen tun. Also ich kann damit jeden Gegner besiegen. Und mit einem Schlag habe ich meine Leben wieder. Also das ist so eine geile Waffe. Ich zeige euch mal die Attacke, die sie kann. Das ist das hier. Also sehr, sehr krass. Guck mal, wie viel Schaden das gemacht hat. Und jetzt kann ich einfach von ihm weggehen. Und einfach den Schlag aufladen. Okay, jetzt hat er zwei Schläge gemacht. Aber ihr seht, und das geht halt bei jedem Gegner. Einfach aufladen, angreifen, danach blocken, fertig. Und er kann nichts machen dagegen. Und zack. Also so kann man jeden Gegner cheesen, wenn man möchte. Das ist einfach der normale Schlag, also der Dingsangriff, ne? Theoretisch könnt ihr auch die Klinge tauschen. Aber meiner Meinung nach ist die Klinge sehr, sehr stark, weil sie eben, geh mal hier auf Anzeige umschalten, weil sie eben sehr viel sehr gut blocken kann. Und auch sehr viele Gegner auf einmal trifft. Ich habe da ein bisschen rumprobiert mit anderen Klingen, aber ich habe bisher noch nichts gefunden, wo ich sage, okay, damit ist die Waffe irgendwie besser oder irgendwie stärker oder so. Falls ihr da ein bisschen rumprobiert habt, sagt mir gerne mal Bescheid. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wo ihr die Klinge bekommt. Falls ihr es nicht wissen wollt, ihr kriegt die sowieso automatisch. Aber ja, ihr habt ja gesehen, wo ich jetzt bin, in der Fabrik. Der erste Wegpunkt in der Fabrik. Und die Waffe ist da unten... in der Kiste drin, ja, da unten genau in der Kiste drin. Hier rennt so eine große, eine riesen Roboterpuppe immer auf und ab und ihr müsst das Wasser ablassen, um da hinzukommen. Ich will jetzt nicht spoilern, wie ihr das macht, aber da ist diese Klinge drin. Das heißt, hier in der Fabrik kommt ihr relativ schnell da dran. Dann könnt ihr einfach hier runterklettern oder da hinten die Leiter runterklettern. Müsst dann den Boss besiegen, der hier ist. Der ist relativ easy und ja, dann bekommt ihr die Klinge. Falls ihr einen Guide haben wollt, wie man diesen Boss hier besiegt, den verlinke ich euch mal hier. Da könnt ihr mal draufklicken, da seht ihr, wie ich den Boss besiege. Und dann macht ihr einfach da hinten die Kiste auf und dann kriegt ihr die Waffe. Und ja, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß. Ich besiege mit der Waffe momentan alle Bosse, weil es einfach so easy ist, mit dem Ding zu spielen. Und ja, die skaliert auf jeden Fall auch mit Technik. Ich habe mit Technik gestartet. Perfekt. Bis dahin, haut rein und stay pam. Ciao.